Wieder die Schnauze voll vom Büro? Ja. Keine Sorge, denn ich kenne dort einen wundervollen Ort. Stell dir vor, unser eigener Hof. Eine friedliche Welt. Doch ohne Moorsticks-Hubs. Arbeiten auf dem Feld. So wie es uns gefällt. So viele Sachen. Durch die Minen krachen. Oder Frauen den Hof machen. Stardew Valley. Sie hat die Axt verloren. Gut erkannt, Sherlock. Gut kombiniert, Sherlock. Entschuldigung. Das war bei mir gerade. Dein Ja war gerade so abgeschnitten, so. Ja. Ja. Ja, ist gut jetzt. Ja. Ist ja gut. So, wollen wir in die Mine wieder oder was willst du machen? Wir gehen erstmal zu Pierre und holen uns neue Samen. Weil wir haben keine mehr. Achso, gar keine? Ne. Zumindest nicht hier. Und. Ist auch keine Wundersaat. Robin hier, ich weiß, du hast eine Menge Steine auf deinem Hof herumliegen. Wenn du welche übrig hast, könnte ich dir einen Brunnen bauen. Brauchen wir nicht. Wie, du willst keinen Brunnen? Brauchen wir nicht, aber danke für deine Anteilnahme. Ach, das ist so viel besser, dass wir beide aufnehmen können. Das ist so gut. So gut. Das wir können direkt Robins Axt holen, ich glaube, ich weiß noch, wo die liegt. Ja, können wir machen. Aber. Zu ihm. Wartest du zu ihm? Nein. Okay. Ich wollte nämlich eben meine Sachen ein bisschen wegpacken. Die Axt brauche ich jetzt nicht, die packe ich weg. Die Gießkanne brauche ich nicht. Ja, wenn wir in den Dungeon gehen, dann brauche ich mein Schwert. Okay, komm. Da bist du. Ich sollte meine Nase putzen. Ich putze mir jetzt meine Nase. Putzen Sie Ihre Nase. Und, war geil? Nice. Yeah. Lecker Ding, du. Ja, leckerli. Leck du mein Züngerli, du. Nee, danke. Okay. Kartoffel. Was ist Geld? Oh, ich habe unser ganzes Geld ausgegeben. Echt? Habe ich gar nicht bemerkt. Ja. Ich hatte einfach mal Rechtsklick drauf, wollen mal gucken, irgendwie bis 10 Stück, jetzt habe ich 18 Kartoffelsamen geholt. Aber kein Grund zur Panik. Wir können die Kartoffeln, die wir heute Morgen geerntet haben, direkt weg. Weg. Okay, ich vertraue dir mal. Wo war jetzt die Axt? Unten im Wald. Okay, ich such sie mal. Die ist ziemlich unter Leas Haus. Ich weiß gar nicht, ich habe gehört, Stardew Valley hat wieder viele Updates bekommen oder bekommt noch richtig gute Updates. Ich weiß halt aber nicht genau, was es ist. Okay. Aber ich find's schön. Oh, ich krieg eine Cutscene. Ich hatte auch letztens irgendwas gelesen, aber ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ach, und ein neues Fest wird, glaube ich, hinzugefügt. Im Sommer gibt es so einen Markt dann. Okay, cool. Der geht dann ein Wochenende, glaube ich, lang. Und der ist am Strand und das ist ganz nice. Ja, warum nicht? Okay, in einer gruseligen... Was? In einer... Was? In einer gruseligen... In einer was? Kanaluke. Kanal Luke, oh. Was ist da? Okay. Oh. Irgendwas darin bewegt sich. Keine Sorge, Onkel Piero macht das. Onkel Piero nimmt die Sache in der Hand. Nein, Onkel Piero rennt auch weg. Okay. Wir haben ja keinen Schlüssel, also können wir nichts damit machen. Ja, aber typisch Onkel Piero halt, ne? Man kennt ihn. So, unten im Wald hast du gesagt, ne? Ich bin gerade im Wald. Weißt du noch genau wo? Kannst du mir die Koordinaten durchgeben? Wir haben kein Gradnetz hier. Ganz der rechtste Punkt. Da wo... Wie heißt das?
Wo die Luke war? Ja. Kurz darüber. Die Luke. So wie Luke Skywalker. Luke Skywalker. Ich hasse mich. Ich hasse mein Leben. Oder kannst du auf der Karte eigentlich sehen, wo ich bin? Kannst du sehen? Ah, nee, der zeigt dir nur das Gebiet an, aber nicht ganz genau. Halt. Du gehst die Brücke über die Flüsse oder über den Fluss, dass du zum möglichst rechtesten Punkt kommst, wo du hingelangen kannst. Okay. Ich versuch's mal, ja. Ich hab zwar nicht die Axt, aber ich hab einen wilden Meerrettich. Gib den mal, Robin, vielleicht willst du den haben. Ich hab deine Axt nicht gefunden, aber willst du Meerrettich? Ich bin jetzt gerade... What the fuck? Bald? Hier, ich hab die Axt. Herzlichen Glückwunsch, jetzt kannst du deine Quest beenden. What the fuck? Das sah voll komisch aus. Warum? Du standst da einfach so. Und ich dachte, hey, was ist denn jetzt passiert? Und Erst dachte ich, es wäre ein NPC, weißt du? Herzlichen Glückwunsch, du hast die Axt gefunden. Konntest du die Axt jetzt auch nochmal aufheben? Ja. Achso, gut. Warum läufst du jetzt mit der Axt auf dem Kopf herum? Weiß ich nicht. Ist das nicht irgendwie komisch, dass wir beide Robins Axt haben, obwohl sich nur eine verloren hat? Wer zuerst bei Robin ist und die Axt abgeht, hehehe. Ja, ist aber wirklich komisch. Richtiges Wettrennen hier. Das ist ein Riss in der Dimension. Ein Riss in der Matrix. Ach, guck mal, da ist mein Ex. Beziehungsweise, warte, Moment mal. Pause. Hast du erst die Axt weggeworfen? Das ist unfair, ich musste noch die Mülltonnen durchsuchen. Musst du nicht? Doch, es ist mein Lebenstraum. Weißt du, was das Witzige ist? Wir können die Axt sogar behalten und vielleicht ein bisschen Scheiße damit bauen. Ja, was können wir denn machen damit? Die bringt doch nichts. Es gibt ja dann so... Warte, was passiert, wenn ich die jetzt annehme? Habe ich da zwei oder geht die verloren? Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Nee, ich habe die tatsächlich zweimal. Robin hat überall danach gesucht, zweimal. Aber wir können damit doch gar nichts machen, oder? Doch, wir können ja auch mit den... Man findet ja auch irgendwann vom Bürgermeister Lewis die Unterhosen. Ja. Die kannst du behalten. Es gibt ja diese eine Festival, wo du eine Suppe kochst, wo jeder so eine Zutat hinzutut. Ja. Und da kannst du zum Beispiel die Unterhose reinwerfen. Oh mein Gott. Und dann kommt sogar eine Cutscene, wo, ich glaube, der ich weiß gar nicht, wer das ist. Irgend so ein Oberregionalleiter. Der probiert die Suppe und zieht dann die Unterhose hervor. Und wie kommt die denn da rein? Und das alles. Und, was? Und du kannst sogar... Warte, ich glaube, das nächste Fest, welches ansteht. Da kannst du dann auch deine... Früchte, die du geerntet hast, so gesehen, zur Schau stellen und du kannst ja einen Preis gewinnen und sowas. Mhm. Und ich glaube, das Fest hatten wir, glaube ich, schon. Ich weiß es nicht mehr. Aber damit hast du dann die Quest verloren, oder? Theoretisch. Aber da wir beide. Ach so. Axt haben. Ja, gut. Weiß nicht, wollen wir die einfach mal behalten? Weiß ich nicht. Ich behalte. Okay, ja, okay. Ich behalte die einfach mal. Und wenn wir dann dieses Suppenkochen machen, wirft einer die Unterhose und einer die Axt rein. Passt schon. Ja! Ja! Das ist gut. Mike? Ist halt nur die Sache, die Unterhose. Die Unterhose können wir am besten schon anfangen, uns mit Marnie anzufreunden. Die Frau in dem Bauernhof unter uns. Ach so, ja. Weil wir müssen bei ihr in den privaten Raum, um seine Unterhose zu finden. Das ist so super. Ja. Achso, warte mal. Hat Pierre noch offen oder hat Pierre schon zu? Ich weiß nicht. Ich habe die Uhrzeit nicht. Ich kann die Uhrzeit einfach nicht sehen. Pierre hat zu. Ja, zu. Warte mal. Ich gehe mal. Ich meine, du kannst auch von mir aus weiter. Ich gehe nur gucken, wie viel die Tasche kostet. Okay. Okay, 2000.
Okay. Mahlzeit. Mahlzeit. Siehst du? Das ist das Gute. Du kannst rülpsen, du kannst furzen, wie du willst. Ich kann mir einen runterholen und du wirst es niemals erfahren. Also, ja. Du schon, okay. Aber die Zuschauer nicht. Die Zuhörer. Genau. Aber bitte lassen wir das sein. Okay, ich schmeiß mal die Axt in irgendeine Truhe rein erstmal und dann schauen wir mal. Ja, ja. Wann wir sie missbrauchen oder gebrauchen können. Wann wir sie missbrauchen. Und dann ist auf jeden Fall auf einmal jemand die Axt und dann stirbt er daran. Ende. Das wäre das beste Ende überhaupt. Das ist das dritte geheime Ende von Stardew Valley. Es gibt doch endlich mal ein ganz normales Ende. Nee? Also das mit dem Joja-Markt und so? Ja gut, aber das ist ja nur das. Du kannst ja immer noch ganz viel machen. Ja, ja, aber in gewisser Weise gibt es halt, ich meine, bei Minecraft gibt es ja auch kein Ende, aber es gibt ein Ende. Ja, aber das ist ja nur das Community Center. Nach dem Community Center kannst du ja immer noch mehr machen. Weil du kannst das Community Center auch im ersten Jahr fertig machen, aber ist halt. Naja, aber du weißt ja, was ich meine. Nein. Okay. Also, warte mal, ich habe gerade mal nachgeguckt. Wir können. Können wir das schon, warte? Ich weiß nicht. Achso, doch. Mache ich morgen früh direkt, dann. Ein Bündel im Community Center können wir wieder fertig machen. Okay, ja, nice. Ach, ich hoffe, der nimmt die Steam-Sachen nicht auf, weil hier stand gerade Animenius, spielt gerade World of Tanks. Kommt drauf an. Ja, weil sonst muss ich das zensieren. Ugh. Langweilig. Kusche. Ich habe 61 FPS, nicht 60. Wer braucht das schon? Warum nicht 69, wenn wir beide im Bett sind? Oh Gott. Hofarbeit. LOL. Okay, ich hole mir jetzt meine Tasche. Warum du deine? Was ist mit meiner? Achso, du hast noch keine? Nein. Ich dachte jetzt, ich dachte jetzt deine Verbesserung schon. Nee. Na gut, dann lass Schere, Stein, Papier machen. Und dann sagen wir einfach, was wer hat. Du fängst an. Ich hab eine viel bessere Idee. Ja. Wir geben das ganze Geld aus, investieren das in Kartoffeln und vergrößern unser Feld. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier, nein. Warte, was hat Major Lewis gesagt? Ich weiß es nicht, ich hab's übersprungen. Ach, warte mal. Ach nee, geht gar nicht mehr. Ich arbeite auch gerade. Was heißt, ich arbeite da? Ich arbeite da gar nicht dran. Ich habe nur die Videos schon mal. Ich arbeite eigentlich gar nicht. Ich habe nur die Videos schon mal dafür aufgenommen. Wofür? An ein Piranha-Pflanzen-Video. Da sind wieder einige schöne Sachen bei rausgekommen. Hast du es auch schon weiter an Fragosso und so gezeichnet? Nee, ich kam da nicht wirklich zu. Wie gesagt, ich habe die letzte Woche eigentlich nur gelernt. Und ich weiß jetzt schon, dass ich zwei Aufgaben falsch gemacht habe. Ich habe nämlich genau falsch herumgerechnet. Das ist sehr gut. Das ist so typisch Piero, weißt du? Aber die Sache ist, das, was ich halt gelernt habe, das war etwas, wo ich halt nicht in der Schule war. Und dann war die Lehrerin noch krank, bedeutet, ich musste es mir halt selber beibringen. Der kleine, unerfahrene Piero bringt sich selber bei. Hey, wilder Meerrettich. So, wollen wir in die Mine? Warte. Ich hab hier schon alles. Ja. Ich mach mal eben das Frühlingsbündel im Community Center fertig. Bündel komplett. Ah, okay. Genau, und was kriegen wir dafür? Frühlingssaat, 30 Stück. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Ich kann es immer noch nicht sehen, deswegen. Und ein neues Feld halt freigeschaltet. Oder zwei, drei neue Felder. Wir sind gerade im Frühling, oder? Ja, wir sind im Frühling.
Okay, wir haben gut. Das sind halt diese Wildfrüchte, die wir überall finden. Und ist da du die ganze Zeit fischen bist, kannst du mal hier vorbeigucken. Jetzt kannst du auch das Bündel Flussfische und Spezialitätsfische und Ozeanfische. Ach scheiße. Ja, ich verkaufe die immer. Teichfische und Nachtfische. Ja, aber jetzt kannst du ja mal kannst du auch ganz einfach im Menü nachgucken, oben rechts. Ja, genau. Dass du mal eben gucken kannst, je nachdem, wo du gerade fischst, kannst du ja gucken im Ozean, ob du dann davon zufällig welche hast oder so. Ich guck eben. Ich habe einfach Hofarbeit immer noch null. ach, da ist das. Was bist du, Bauer? Was machst du so, Scheiße? ja. Ah, Aquarium. Flussfische. Okay, das hätte ich gehabt. Die Brasse. Oh mein Gott, was ist das? Also ich habe gerade, ich kaufe mal eben so ein bisschen durch. Natürlich. Ich glaube, Sardine hatte ich auch gerade. So. Ich gehe schon mal Richtung Mine. Ich habe keine Ahnung, wie spät wir haben. Aber ja, geh schon mal rein. Ich glaube, du musst auch noch die 10 Slimes erledigen, oder? Ja, genau. Die hatte ich. Hast du schon? Letztens. Hast du schon? Genau. Ich muss noch mal zu Abenteuergilde rein und mich da anmelden, aber kann man ja noch machen. Oh, das ganze schöne Geld. Alles gut. Ich hätte noch mehr ausgeben können, aber mein Inventar ist voll. So drohen. Ich hätte auch noch mehr ausgeben können. Und ja. Aber das heißt, ab morgen müssen wir richtig gießen, weil ich habe jetzt 30 Samen geholt und wir das Feld ist halt um 30 Felder erweitert. Uff, dann haben wir ja schon die halbe Energie weg. Ja, aber das ist dann halt, wird sich auszahlen, dann in 6 Tagen werden wir das meiste davon ernten können. Stimmt. Oh, bist du in die Mine weiter runtergegangen? Ach ja, 25 oder 20 bin ich, glaube ich. Sag's mir halt nichts. Weil da war jetzt noch eine Truhe, die hätte ich jetzt sonst verpasst. Ach so, ja. War eine Truhe mit einem besseren Schwert drin. Danke! Ey. Ja, so typisch. Kann man die überhaupt angeln? Ah ja, doch. Ah, okay, super. Ja, okay, eine weiße Alge. Danke für gar nichts. Danke für gar nichts. Da, wo bist du im Kokiri-Wald? Ja, hast du ein Problem damit? Ja, warum bin ich nicht da? Aber du bist kein Kokiri, wenn du dich verläufst. Das ist ein Strahlfuchs. Tja. Kommst du in die Mine, dann kommst du in den Kokiri-Wald. Wow. Oh. Die Welten sind alle verbunden. Oh, das wäre so cool, wenn ich hier einfach in den Kokiri-Wald gehen könnte. Einfach so. Ja, ich meine, hier gibt es ja so einen verlorenen Wald, aber da kommen wir noch nicht hin. Stimmt. Warte mal, da habe ich da was Schönes. Da holt er erstmal die Chips-Tüte raus. Nice. Meister am Kazoo. So muss das. Ach, Sunny Valley ist immer leicht zu schneiden und hochzuladen. Jetzt sogar noch besser, wenn ich deine Audiodatei habe. Gern geschehen. Nur du müsstest mir die dann so schicken, dass ich die auch bearbeiten kann. Das ist halt die Sache. Ich kann sie dir doch theoretisch als MP3 schicken und im MP3 kannst du die in Audacity hereinziehen. Ja, okay, wenn ich dann dadurch trotzdem das Rauschen entfernen kann, sollte das ja passen. Müsste ja gehen, dann hast du ja trotzdem die ganz normale Audiospur. Können wir ja später gleich mal eben ausprobieren. Ja, genau. Behalt einfach erstmal die Datei bei dir so.
Ich behalte sie ganz dicht bei mir. Du bist dicht. Shaggy! Hey, Scoop, you! Like, fuck you, Scoop! Ich sag dir, wenn ich das hochgeladen hab, ist der Meme schon wieder out. Machen wir den wieder in. Nochmal, zum dritten Mal. Shaggy geht immer. Ich weiß, da hast du recht. Das ist halt auch wirklich echt, ich weiß nicht, ich mag den Meme echt. Das ist einfach, das ist halt so cool. Ich mag auch einfach Shaggy, das ist halt auch so. Vor allem, weil meine Mutter öfter sagt, hey, du siehst aus wie Shaggy mit dem Bart. Dude. Danke, Mama. Dude, this is not my final form. Hey, Scoo. So, aber wir hätten ja uns Scooby nennen müssen. Stimmt. Kann man den umbenennen? Nein. Nicht, nein. 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 Nein, 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 nein. Ich habe auch heute endlich wieder Wolfenstein weitergespielt. Ich meine, ich habe nur ein Level geschafft, weil ich danach direkt Dark Souls. Ich habe heute nur gezockt. Wann zockst du denn nicht? Ja, okay. Schuldig. Schuldig. Thank you.